Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir haben alle gut geschlafen. Die Michaela und der Michael kamen gestern Abend dann noch an. Und dann haben wir zusammen Abendbrot gegessen und haben noch geklönt und gequatscht. Das war sehr schön. Bis 24 Uhr. Und dann waren wir irgendwie alle müde und dann sind wir ins Bett. Ich habe dann noch hier abgespült und alles. Bevor ich im Bett war, war es eins. War also auch ein bisschen spät. Und ja, war aber sehr ruhig. Man konnte gut schlafen hier. Wir hatten erst ein bisschen Bedenken, weil Michaela sagte, so ab und an hier, wo die schon hier waren, manchmal fahren die hier nachts also wild umher mit Autos, hupen auch ab und an mal, machen die Wohnmobilfahrer wach. Aber das war überhaupt nicht so. Wir hatten Glück, es war schön. Und ja, jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Und dann werden wir jetzt ein bisschen die Gegend hier erkunden gehen. Die zwei werden mich ein bisschen führen, die kennen sich ja hier schon aus. Vielleicht ist ja der Bagger heute Abend nochmal so schön beleuchtet. Das war toll. Das war echt irgendwie toll. Und es ist auch irgendwo, naja, es ist irgendwie, für mich ist das irgendwie komisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin damit groß geworden, mit diesen Tagebaustätten, ne? Und bei uns in der Schule früher, da wurde eben gelehrt, dass wir stolz sein können, Bodenschätze zu haben und was man daraus alles machen kann. Und also da waren wir als Kinder stolz, in so einer Region eigentlich zu leben. Und naja, das war halt auch denen ihr Lebenswerk hier, also die hier gelebt und gearbeitet haben. Und ist schon irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, auch ein bisschen beklemmendes Gefühl, wenn man hier ist. Klar haben sie natürlich auch Dörfer weggerodet und gemacht und dass sie die Leute ausziehen mussten und so. Das war natürlich auch nicht schön gewesen, ne? Aber trotzdem waren die immer auf ihre Arbeit hier stolz gewesen. Und wenn man diesen riesen Bagger hier sieht, das ist gigantisch, was die geleistet haben, ne? Also es ist die Dinger, also es ist irre. Und was mich dann auch irgendwo so ein bisschen beeindruckt hat, ist, dass die Photovoltaikanlagen direkt am Bagger jetzt hier stehen. Das ist so sinnbildlich irgendwo für die jetzige Zeit, dass wir weg müssen von diesen alten Geschichten und uns neu orientieren müssen. Und jetzt stehen diese Photovoltaikanlagen direkt an diesem riesengroßen Bagger. Ich finde, das ist eigentlich irgendwo richtig cool gemacht. Das zeigt halt nochmal ganz deutlich, dass wir eine andere Zeit einfach haben, in der wir leben. Und ja, es ist schon irgendwie beeindruckend, muss ich sagen. So, dann werden wir jetzt uns mal startklar machen. Hundi, nicht? Wir gehen mal ein bisschen spazieren und dann werde ich mal gucken, was ich hier so finde, für Aufnahmen machen kann. Und die Michaela und der Michael oder nur die Michaela werden mich mal so ein bisschen hier rumführen. Die kennt sich ja schon gut aus. Also, dann bis später. Ciao. Das mal ein richtig mega Ausblick hier, ey. Schade, dass Michael nicht dabei ist. Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Circles,
nothing left. Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Hallo, wir hatten heute einen schönen Tag und waren sehr viel unterwegs, sind sehr viel gelaufen, haben eine Tour durch den Tagebau gemacht, sind einfach durch den Tagebau mal hier gefahren. Michaela hat mich so ein bisschen gelotst und hat so ein bisschen gezeigt, wo es was gibt. Also das ist ja wirklich echt schön, auch mal hier um den See rum drumherum zu fahren. Man muss halt vorsichtig fahren, weil es viele Bodenwellen gibt. Aber ansonsten war das sehr, sehr schön, die Tour. Und ja, war einfach, also das war einfach wunderbar, sehr erholsam heute. Und jetzt, jetzt gibt es gleich bei den M&M's Raclette. Ich hatte mir extra noch eins bestellt, aber das ist nicht angekommen bis gestern. Aber die zwei haben zwei und von daher können wir zusammen essen. Und ich bereite jetzt mal ein bisschen was vor. Ja, wir haben halt gesagt, wir machen mal so alles Mögliche, was es so gibt. Garnelen und Raclette, naja, gut, muss man nicht unbedingt, aber kann man. Und jeder hat so ein bisschen was in seinem Kühlschrank und das werfen wir halt jetzt alles zusammen und dann gibt es nachher ein schönes langsames Essen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das habe ich ewig nicht gegessen, Raclette. Ewig. Ja. Und jetzt werde ich mal ein bisschen vorbereiten, ne? Schaut mal hier, was wir alles vorbereitet haben. Na, verhungern kann man nicht. Das schaut doch alles sehr gut aus. Ja, und jetzt gibt es schön Raclette. Alle haben mitgearbeitet. Hunger. Hunger. Jetzt geht's los. So, und der gute Mann hat auch Hunger. Ja, und da staunst du, was das jetzt ist. Ui. Was ist denn das? Ja, was? Ja. Kennen wir noch nicht, gell? Eine Kamera kennen wir noch nicht. Ui, was das jetzt ist. Ja, guten Morgen. Der Sonntag ist herangebrochen und ja, das Wochenende geht schon wieder langsam dem Ende entgegen. Sehr schade. War super, super toll. Wir haben gestern Abend lecker gegessen, das Raclette. Und heute ist stürmisch, gestern Nacht auch. Und es hat gut gewindet und geschaukelt.
Heute sind die Kitesurfer hier unterwegs. Ist auch nochmal sehr, sehr schön. Für mich geht es jetzt weiter. Ich fahre jetzt nochmal auch an so einen Tagebausee. Das wollte ich mir nochmal angucken, weil da gibt es einen Stellplatz mit Strom. Und da würde ich gerne heute Abend noch bleiben. Dann kann ich ein bisschen was arbeiten und die ganzen Aufnahmen vom Wochenende ein bisschen überspielen und so. Und ja, das werde ich mir jetzt noch anschauen. Im Übrigen habe ich festgestellt, dass wir auch noch ein kleines Problem haben. Und zwar unser Dachlugenfenster über dem Bett ist nicht hundertprozentig dicht. Also das pfeift dort ganz schön rein. Das Plissé hat sich richtig gewölbt. Scheint nicht wirklich hundertprozentig dicht zu sein. Und da wir ja vorhaben, dann im Winter wahrscheinlich nach Norwegen zu fahren, hätte ich das schon ganz gerne vorher erledigt, weil das ist nicht gut, wenn es draußen eisig ist und es reinzieht. Und der Kühlschrank hat auch eine Kältebrücke, und zwar unten. Da zieht es fürchterlich durch, richtig eisekalt. Das habe ich dann gestern Abend mit Handtüchern abgestopft. Da müssten wir auch nochmal irgendwie eine Dichtung reinmachen. Aber gut, dass man das alles so beim Fahren feststellt, dass man dann auch irgendwo danach sich richten kann. Also wenn einem das dann unterwegs zum Beispiel, wie gesagt, in kalten Gefilden dann passiert, dann ist das nicht so schön. Und von daher ist das ganz gut so, dass einem das vorher dann auch ein bisschen auffällt, wenn man unterwegs ist. So, jetzt starte ich los. Jetzt geht's weiter. Bis später. Tschüss. Am Abendbrot kochen. Ich habe so ein bisschen das, was der Kühlschrank noch so hergibt. Ich hatte noch eingefrorenes Hähnchenbrustfilet und ein paar Kartoffelchen, die habe ich gerade gekocht und geschält. Und dann habe ich noch weiße Bohnen. Ich wollte eigentlich Pilze dazu machen, aber die Pilze waren schimmelig. Also muss man ein bisschen improvisieren. Und jetzt schneide ich noch ein Zwiebelchen. Obwohl, nee, Zwiebeln und Bohnen, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, das lasse ich mal lieber sein. Ich brate das jetzt alles ein bisschen zusammen und ein bisschen Gewürze rein und mal gucken, was so rauskommt. Hallo liebe Videofreunde, Montagmorgen, das Wochenende ist jetzt endgültig beendet. Ich bin eigentlich schon viel zu spät, ich wollte schon früher weg, aber ich habe es ja nur eine halbe Stunde bis nach Hause. Ja, ich hatte ein mega cooles Wochenende gehabt. Es war einfach nur toll, das war wie Urlaub, also konnte mich wirklich auch gut erholen. Heute Nacht habe ich leider nicht so gut geschlafen, weil mich... Ich glaube, es waren so 6 oder 7 Mücken, die mich geplagt haben. Ich bin bis um 3:30 heute auf Mückenjagd in der Nacht gegangen. Jedes Mal, wenn ich am Einschlafen kam, kam es. Und ich weiß nicht, wie oft ich gestochen worden bin. Oh, überall. Im Gesicht, an den Armen. Dann habe ich mich in der Nacht mit Autark eingesprüht. Die haben sich trotzdem noch die Stellen gesucht, die man nicht genau getroffen hat mit dem Autan.
Also ich bin total zerstochen worden. Ich war echt genervt dann um 3:30. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Stellplatz am Sedlitzer See. Den hatte ich mir gestern ausgeguckt, weil den Stellplatz. Ich muss gerade mal eine Pause machen, weil jemand vorbeigelaufen ist und gesprochen hat. Und der war eine halbe Stunde von dem anderen Stellplatz an der Förderbrücke entfernt und ist auch nur eine halbe Stunde nach Hause. Und da habe ich gedacht, komm, das machst du noch, den schaust du dir mal an. Und der ist auch sehr, sehr schön. Der ist halt sehr erschlossen, also hier ist alles ordentlich angelegt und du kannst Treppen runtergehen zum Wasser. Allerdings hast du hier keinen Strand. Was hier so fehlt, ist halt eben das Strandgefühl. Das war halt da an der Förderbrücke halt so genial, weil man irgendwie das Gefühl gehabt hat, man ist irgendwie am Meer oder so. Das war ganz toll. Und aber es ist auch sehr schön, ihr habt direkt hier an dem Stellplatz einen Radweg, wo ihr radeln könnt oder auch mit dem Hund schön spazieren gehen könnt oder auch so spazieren gehen könnt und könnt hier am See entlang laufen. Ja, also das ist auch ein sehr schöner Stellplatz. Es gibt Ver- und Entsorgestelle, es gibt eine Wasserstelle, wo man Wasser tanken kann und es gibt Strom. Strom kostet 1 Euro, 2 Kilowattstunden und die Ver- und Entsorgung kostet 2 Euro. Und der Platz kostet 8 Euro für 24 Stunden, also auch recht günstig, wunderschön gelegen, mit Blick auf den See, also einwandfrei, kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Also ein sehr schöner Stellplatz hier. Und neben mir steht ein riesengroßer Bus, der gestern ankam. Ich habe erst gedacht, das ist ein normaler Reisebus. Aber siehe da, als ich heute vorbeigelaufen bin, habe ich gelesen, es ist eine Familie mit zwei Kindern, die in einen Reisebus gezogen sind und die heißen, die haben auch einen YouTube-Kanal, Bus Live Travel. Ja, die habe ich mir gerade mal angeguckt und da steht auch einiges schon geschrieben, ja, warum sie sich dazu entschieden haben und wie sie den Bus halt ein bisschen ausbauen. Aber es ist noch nicht so viel auf dem Kanal zu sehen, also es gibt noch keine Roomtour. Aber vielleicht gehe ich nachher mal rüber und spreche die mal an. Ja. So sieht man halt immer wieder mal Leute, die halt auch im Wohnmobil oder sich entschieden haben, im Wohnmobil zu leben. Das wird ja immer interessanter. Und ja, mal schauen, vielleicht schaue ich nachher nochmal dort vorbei. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr immer dabei wart. Vielen Dank an Michaela und Michael. Hallo ihr zwei. Für das schöne Wochenende, für das leckere Raclette. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Michaela und Michael, die geben mir auch immer mal ein paar schöne Tipps für Stellplätze in der Brandenburger Ecke. Und ja, also seid lieb gegrüßt, ihr zwei. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Michael. Da haben wir noch ein paar Tage frei und dann geht es auch wieder mit ihm auf seine Arbeit. Da gibt es dann halt natürlich nicht immer tolle Stellplätze zu sehen, aber vielleicht auch ein bisschen Alltagsleben im Wohnmobil. Schauen wir mal. Seid gespannt. Also bis bald. Und eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss!